Ja, und wir freuen uns, dass wir mit Landrat Dr. Zwicker und mit Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum zwei große Unterstützer haben für die Idee, dieses Schild dauerhaft an der Autobahn zu platzieren. Wir hier in Nordrhein-Westfalen sind Spitzenreiter beim Ausbau der Windkraft und wir haben eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für den Ausbau direkt an diesen auch emissionsstarken Verkehrswegen. Deswegen unterstütze ich diese Initiative, eine Energieallee A31, sehr. Es ist ein Leuchtturmprojekt, ein Vorbildprojekt für ganz Deutschland. Die A31 als Energieautobahn, als Energiestraße, wäre das nicht was? Seid ihr dabei? Ja, wir sind dabei, weil wir schon vor rund 13 Jahren unser erstes Klimaschutzkonzept hier im konservativen Kreis Borken aufgestellt haben und auch alle Städte und Gemeinden, alle 17 Städte und Gemeinden seit vielen Jahren da sehr engagiert sind, genauso wie die Menschen. Hier wird Energie erzeugt. Wir produzieren unter anderem Strom aus Windkraft, PV-Anlagen werden errichtet. Wir sind dabei, Wasserstoffleitungen hier an der Autobahn entlang zu führen. Denn vor allen Dingen an den Autobahnen, an den Bahntrassen sind schon viele Beeinträchtigungen, die Lärmemissionen da. Da kann man das wunderbar, die Randstreifen dazu nutzen, um auch noch grüne Energie zu produzieren.